herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal weiter mit der RS4 Limo, beziehungsweise, weil es mir sehr am Herzen liegt, muss ich erstmal ein kleines Statement dazu abgeben. Und zwar wirklich gefühlt, unter allem, was ich mache und tue, gibt es immer einen Post oder mehrere, was ist mit der RS4 Limo. Ich denke, dass ich in den letzten Jahren mit meinen Projekten wirklich keinen so weit enttäuscht habe, dass es wirklich notwendig ist, unter jedem Post zu fragen, was mit dem Auto ist. Gar nicht unbedingt nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten, weil ich muss wirklich einfach sagen, das nervt irgendwann und es ist auch einfach, ja, weiß nicht. Also diejenigen, die immer nachfragen, können jetzt ja gerne mal kommentieren, was sie damit erreichen wollen, ob sie denken, dass sie mich dadurch mehr motivieren, ob das Auto schneller fertig wird. Ihr wisst ganz genau, dieses Auto wird nicht auf einmal verschwinden und nicht fertig gebaut werden, aber wenn es nicht weitergeht, hat es einen Grund, das war schon immer so. Ich bin Vater geworden, ich musste aus meiner Halle raus und. Deswegen für die Zukunft, weil wir werden das ja noch ein paar Jahre zusammen machen hier, bitte, ihr müsst nicht nerven und ständig fragen auf allen verschiedenen Plattformen, weil, vertraut mir einfach, dieses Auto wird fahren, wird geil, wird schnell, weil, glaubt mir selber, ich werde das Auto auch am liebsten schon lange fertig, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. So, das muss ich einfach einmal loswerden. Ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Wenn ihr in meiner Lage wärt, würde es euch genauso in dem Fall nerven. Es ist sogar so weit, dass es mein Umfeld sogar nervt, dass selbst die gefragt werden immer ständig, was ist mit dem Auto und so weiter. Ich verstehe es auch vollkommen, dass man will, dass dieses Auto wieder lebt, aber man muss doch verstehen, dass es mit Fragen nicht besser wird, oder? Deswegen an der Stelle einfach, und das gilt nicht nur mir so, sondern das gilt zu jedem YouTuber so. Natürlich steht man in der Öffentlichkeit und natürlich hat man auch eine Verantwortung euch gegenüber. Aber ja, ich finde einfach, das hat ein bisschen auch was mit Respekt und Ansehen und auch in gewisser Weise Freundschaft zu tun, dass man da einfach ein bisschen ruhiger an die Sache rangeht und einfach sich freut, wenn es doch ein Limo-Video gibt. So, das erstmal dazu. Jetzt zur Limo. Kommt gleich die nächste Sache, nicht ganz so erfreulich. Warum ging es mit dem Auto nicht weiter? Zwei Gründe. Erste Gründe, Thema Halle. Auch da habt ihr gesehen, es gibt noch kein neues Video zur Halle, weil es auch da nicht schnell genug vorangeht. Ihr kennt das aktuell alle mit Lieferzeiten, Bauarbeitern und so weiter. Aber ich selber will jetzt mit diesem Auto wieder vorankommen. Das heißt, ich muss das Auto jetzt zusammenbauen, beziehungsweise ich will. Und ich muss das hier in den Ladenverkauf machen. Zweite Problem ist, ich habe ein halbes Jahr lang probiert, mit diesem Auto, jetzt werden bei euch alle Lampen angehen, tatsächlich TÜV zu kriegen. So, das heißt, ich habe mich mal im Vorfeld ein bisschen informiert, habe ein paar Gespräche geführt, habe ein bisschen telefoniert, wurde immer nur enttäuscht. Ich verstehe es auch irgendwo, dass ein Vollcarbon-Auto nicht auf der Straße fahren kann. Nicht ohne Grund geben die Hersteller Millionen von Euros für Entwicklung, Zulassung und so weiter aus. Ich kann es nicht ausgeben. Man könnte übrigens das Auto 2000 Kilometer auf der Nordschleife fahren. Danach hätte die Karosse die Steifigkeit bewiesen. Und wenn ich jetzt abwägen muss, 2000 Kilometer Nordschleife fahren oder halt kein TÜV, sage ich ganz ehrlich, kein TÜV. Beziehungsweise fahre ich lieber mit dem Auto die 2000 Kilometer Nordschleife und habe einfach Spaß. Und danach ist es eh egal, wie das Auto aussieht, weil es wahrscheinlich danach am Arsch ist. Nee, also ich habe probiert, auf die Kiste TÜV zu kriegen, weil ich würde das Auto gerne wieder auf der Straße sehen. Es wird, siehe XSK Night, siehe Wörthersee, es wird ja aktuell definitiv nicht besser auf der Straße. Meine Prognose ist auch leider, dass es tendenziell auch schlechter wird. Und jeder von euch hat es bestimmt schon mitbekommen. Ich habe einen Online-Shop für Tuningteile. Vieles davon ist ohne Gutachten. Das heißt, ich würde alles dafür tun, dass es nicht schwieriger auf den Straßen wird. Und ich denke auch deswegen, dass es an der Zeit ist, damit das Ganze nicht noch schlimmer wird, dass dieses Auto leider nicht auf der Straße sein wird. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschlossen, dieses Fahrzeug so aufzubauen, wie es mir am leichtesten fällt, wo ich meine Stärken drin sehe und wo wir zusammen am meisten erreichen. Weil ganz ehrlich, was bringt es euch, dass dieses Auto auf der Straße fährt? Wenn man ehrlich ist, die Chancen, dass ihr das Auto mal seht, ist ja wirklich gegen null. Weil es wird jetzt ja nicht so sein, dass ich mit dem Auto wie mit dem alten Auto 70.000 Kilometer mache. Sondern vielleicht fahre ich mal am Wörthersee rum. Da kann ich aber auch genauso das Auto am Wörthersee auf irgendeinem Parkplatz stellen und fertig. Deswegen glaube ich, ist es für alle Beteiligten wirklich besser und erfolgreicher, wenn wir dieses Auto radikal, jetzt nichts falsch verstehen, für die halbe Meile und für die Viertelmeile aufbauen. Weil dann können wir die ganze Sache nämlich viel, viel, viel extremer angehen, können technisch gesehen noch tiefer in die Materie gehen, können es noch extremer bauen, können es noch mehr optimieren, weil ich habe einfach gesehen, wie stark und schnell ich jetzt mit dem Abarth vorankomme, wenn ich es wirklich rein für die Rennstrecke baue, ist das einfach der Schritt.
Also ich hoffe, ihr seid nicht böse drum. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dem Channel treu und zieht euch das rein. Es heißt nicht, dass dieses Auto niemals auf der Straße fahren wird. Ich werde jetzt nicht hier irgendwie ein Loch reinflexen, einen Auspuff aus der Haube oder was weiß ich was machen. Natürlich bleibt das Auto so, wie es ist. Es wird auch von außen immer aussehen wie ein Auto. Aber was die Technik angeht, werde ich definitiv das Auto optimieren für die Rennstrecke. Nicht die Rundstrecke, die Rennstrecke heißt halbe und Viertelmeile. Ich hoffe, ihr respektiert das, weil ich kann euch nämlich versprechen, so abends beim Einschlafen, nachdem ich jetzt weiß, was mit Oma Golf so ging, habe ich ein bisschen hin und her gerechnet, habe ein bisschen überlegt, was kann ich an dem Auto bauen, wenn ich es eh ohne Zulassung mache, und bin zu einem Ergebnis gekommen. Das ist wirklich, also da kann ich jetzt wirklich nach diesen 316 km im Oma Golf, kann ich euch sagen, Viertelmeile als auch halbe Meile sehe ich dieses Auto wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und das ist jetzt nicht untertrieben, sondern wir kommen im Laufe des Videos noch dazu, was ich so vorhabe. Das wird wirklich einfach fett. Das wird einfach krass. Das wird es auch so noch nicht gegeben haben, weil Marios Golf ist da ähnlich. Das Ding ist einfach bis in die letzte Ecke perfekt und geleckt gebaut und wird zusätzlich auf diesen Events unterwegs sein, weil das sind einfach wir. Und jetzt so zu tun, als wenn ich das Auto fertig mache und am Ende fährt es trotzdem nicht auf der Straße, es könnte aber auf der Straße fahren, das ist halt einfach auch nicht so. Und da sehe ich mich einfach ein bisschen als Vorbildperson mit einem Online-Shop im Rücken. Ich will nicht schuld sein, dass ihr angehalten werdet, weil das habe ich auch schon leider öfter gelesen. Ich mit meinen illegalen Autos fahre immer auf der Straße rum. Keiner kann beurteilen, ob die wirklich illegal sind oder nicht. Bei diesem Auto kann ich euch sagen, dieses Auto wäre definitiv illegal, wie man sieht. Weil Vollabnahme, neues Auto, alles Carbon, no way. Ich habe alles probiert. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es steht der Winter vor der Tür. Die letzten Events waren definitiv so gut, dass es mir echt wieder Spaß gemacht hat. Sowohl der Erfolg auf der Rennstrecke als auch der Erfolg auf der halben Meile. Deswegen, ich habe den E46 zum Beispiel für die Straße. Aber bei dem Auto, ich denke, da brauche ich auch nicht mehr zu sagen. Wir sehen uns hier auf der Essen Motorshow. Da können wir über das Auto reden. Da können wir über die Zukunft reden, da können wir über alles reden, aber bitte, bitte, bitte habt weiterhin genauso viel Spaß oder habt noch mehr Spaß, weil jetzt könnt ihr euch sicher sein, Anfang nächsten Jahres, vielleicht auch schon dieses Jahr, mal abwarten, weil wir sind eigentlich schon weiter, als man denkt, geht das richtig nach vorne. Richtig nach vorne heißt so richtig, richtig nach vorne. So, aber jetzt fangen wir nämlich als ersten Motivationsstep, fangen wir mal an und wiegen das Auto, so wie es hier steht. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ich muss jetzt einmal da kurz was wegschieben, das darf man nicht sehen, und dann bin ich gleich wieder. So, da steht sie, so wie sie eigentlich auf der Essen Motorshow auch stand. Nochmal zum Auto. Es ist eigentlich, das fand ich auch so ein bisschen traurig, das Auto ist eigentlich schon echt weit, weil es ist immerhin ein komplettes rollbares Chassis. Es ist alles dran, Achsen, Bremse, Lenkung, Bremse, Pedalerie, alles. Aber ihr habt halt immer so ein bisschen so getan, auch nicht ihr, weil das finde ich auch schade zu sagen. Weil 99,9% feiern es brutal, sagen, Philipp, lass dir alle Zeit der Welt, ist doch ganz egal, lass die Leute schreiben und so weiter. Aber der kleine Anteil, der dann eben doch immer wieder kommentiert, was ist mit Limo, wann geht's da weiter, ein Statement wäre mal ganz cool. Das ist schon so viel geworden, dass es selbst die positiv Gestimmten nervt und drunter schreiben von wegen, nervt doch nicht. Aber egal, ich will mir jetzt nicht das Video versauen lassen. Ich habe Bock auf das Projekt jetzt. Wir machen das Ding jetzt radikal, krass, geil, brutal. Und damit geht's jetzt los. Also eigentlich fehlt nur der Antriebsstrang. Schon mal so für euch im Kopf zu merken. Es fehlt eigentlich nur Motor, Getriebe, Antriebsfeld. Plus ein bisschen Sitz und so weiter. Ne? Und genau deswegen wiegen wir ihn jetzt erstmal. Eigentlich echt krass. Seit 2-3 Jahren bauen wir an dem Auto und ich habe es wirklich so noch nicht gewogen. War nie das Interesse hinter. Sieht auf jeden Fall brutal schwer aus. So. Ah, es liegt, es geht bergab hier. Oh. Ja, und jetzt kann ich euch nämlich sagen, warum ich so motiviert bin. 655 Kilo. Das wird euch jetzt nicht viel sagen. Wir können aber gerne mal zusammen hochrechnen. Ganz grob. Motor, sage ich, wirklich mit allem 200 Kilo. Getriebe 70 Kilo. Differential 30 Kilo, Antriebswellen 30 Kilo, 270, 30, 30, 330, Kardanwelle, Schaltung jeweils ja, ein bisschen über bei 350, Kraftstoffsystem, Elektrik meinetwegen auch nochmal 50, was jetzt ein bisschen übertrieben ist, sind wir also bei 400 plus 655. Und ich denke an dieser Stelle, jeder der rechnen kann, also unter 1000 wird niemals gehen an der Stelle, weiß ich. Aber 1055 Kilogramm für ein Allradauto, für ein normales Auto, wo alles, was geht, dran gemacht ist. Weil man darf nicht vergessen, diese ganzen verstärkten Teile,
werden ja auch alle immer schwerer. Großer Turbolader, große Bremsen, große Antriebswellen. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das kann man so sagen. Also diese akribische Arbeit. Weil, also wenn das Ding 1050 Kilo wiegt, mit den breiten Reifen, mit Allrad und die Leistung, die wir so ungefähr anpeilen, ist übrigens eine der beliebtesten Fragen. Was peilen wir so an Leistung an? Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Die alte Technik hatte auf dem Prüfstand schon 1270, fuhr aber viel, viel krasser. Ich bin der Meinung, man konnte das nicht messen. Also ich sag mal, der neue Motor im Bereich, ja, so 1400 vielleicht so. Also wenn, plus jetzt kommt noch dazu, wo wir beim Thema noch mal einmal beim Thema Zulassung sind. Dieser Unterbodeneffekt beim Oma-Golf hat mir auch so krass gefallen, dass ich einfach Bock habe, hier so einen richtig, richtig krassen Unterboden mit euch zu bauen. Also nicht so wie beim Oma-Golf eine Platte, sondern wirklich einen Unterboden. So, und wenn ich sage einen Unterboden, dann mache ich auch einen Unterboden, weil das wird ein richtiger Unterboden. So, das heißt, da wird richtig was gehen. Und wenn wir dann von 1050 Kilo reden, bei 1400 PS, wird saftig. Ich erinnere euch zum Beispiel neulich, der Golf von Kevin, der Golf 4, der ja auch eigentlich komplett leer war. Der hatte sogar Makrolonscheiben. Ich habe hier ja noch Glas drin. Das waren 1270, 30? Ja, irgendwie sowas. Ja, so in dem Dreh. Und das sind halt 200 Kilo Differenz, ne? Und das Ding ist 334 gefahren, ne? 336 schon. 36, so. So, also ich behaupte, auf der Viertelmeile und auf der halben Meile gibt es nicht viele Autos, die 1050 Kilo wiegen. Bin gespannt. Jetzt habe ich leider eine Prognose, jetzt habe ich eine Prognose abgegeben, was das Auto am Ende wiegt. Ist ein bisschen schade, aber... egal, wir machen das schon. Ihr seht mein Grinsen im Gesicht, das bin genau ich. Ich habe Bock zu dieses Ding jetzt wirklich alles, was geht, fertig zu machen und einfach diese, wir können ja hier nochmal eine Szene einblenden, wie sehr sich mein Team und ich selber gefreut habe, als wir mit dem Oma Golf 317 gefahren sind. 237,77 und der Philipp Kerr ist jetzt nochmal vom Team Alus am Start, 309 schon mit der Oma erreicht. Die Räder sind auf jeden Fall warm. Philipp Meile 2,34. Ja. 3,16! Alter Schwede, was ist da los? Und genau diese Momente, das sind für uns die Momente, die dieses Tuning so ausmachen. Früher, bin ich ganz ehrlich, waren für uns Tuning die Momente, wo man gesammelt mit der Crew zu einem Autotreffen fährt. Schön 10 Autos, sich morgens um 8 treffen, zum Treffen fahren, vor Ort nochmal Auto waschen und am Ende wieder zurückfahren. Gibt es nicht mehr. Ich glaube, es wird es nächstes Jahr auch nicht geben. Deswegen sind für uns die neuen Momente mit diesen Autos auf den Events ballern. Es knallen lassen. Und ich glaube, das Potenzial von diesem Auto ist noch unterschätzt, weil das wird richtig, so richtig gut. Weil die Grundbedingungen für ein schnelles Auto sind bei dem Auto wirklich dann halt einfach perfekt. Wir haben zwei 55er Reifen jetzt gerade schon. Ich kriege ohne Probleme 265 unter. Allrad, längs eingebauter Motor in der Mitte mit einem echten Quattro. Limo ist aerodynamisch auch schon immer wirklich mit das Beste, was geht. Nicht das Beste, was geht, aber ist schon vorne mit dabei. Ja, kann nur krass werden. Und dann bei dem Gewicht. Bin gespannt. So, okay. Jetzt kommen wir zu... Warte, musst du so ein bisschen nach da fühlen? Ja, ich habe schon gesehen. So, jetzt kommen wir zu diesem Objekt der Begierde. Nämlich unserem WLAN-Motor. Hey, Spaß beiseite. Was geht jetzt hier vorne auf? Was könnt ihr euch als nächstes freuen? Das zeige ich euch jetzt. Extrem viel Arbeit. Also in dem Fall nicht von mir, sondern generell. Ich schieb mal den Motor rein. So, ich denke, den einen oder anderen muss ich wieder abholen. Was ist das? Ich nehme mir mal den Stuhl. Das ist unser RS4-Motor von David Motorentechnik. Gab es etliche Videos zu, könnt ihr euch alle reinziehen. Der ist komplett zusammen. Er war noch nicht bei Olaf Motorenentwicklung, Hermann Motorenentwicklung, heißt mit Vornamen Olaf, weil wir hier gerade noch eine Glocke fräsen für die Anbindung, beziehungsweise Olaf macht das. Aber er ist soweit zusammen. Das heißt, Nockenwellen konnte ich noch nicht einbauen, die kommen aber nächste Woche, weil wir sind mit Oma Golf auch da schon wieder einen Schritt schlauer im Thema Nockenwellen. Das heißt, hier mussten wir noch ein kleines Upgrade machen. Aber ich wollte euch ganz gerne zeigen, was in der Zwischenzeit an dem Motor noch so ging. Ja, kennt ihr ja hier die ultrageilen gefrästen Turbolader. Immer wieder für mich ein Highlight. Wie die kleinen Schnuffis da so hängen. Mit den externen Wastegates alles schon eingepackt.
geil. Vor allem hier sieht man mal, wie groß diese Köpfe geworden sind. Jetzt muss ich dazu sagen, ihr werdet gleich sehen, warum sind die hier vorne ohne Golfball? Weil wir haben sie tatsächlich nachträglich nochmal größer gemacht. Warum, wieso, weshalb? Das seht ihr gleich. Trockensumpf, bin ich am meisten gespannt. Achso, ja. Thema ohne Zulassung. Was ist anders ohne Zulassung? Ohne Zulassung kann ich folgende Punkte machen. Ich kann den Öltank, irgendwo muss hier ein 10 Liter Ölbehälter hin. Keine Ahnung, wo soll ich in so einem Auto so einen Ölbehälter hinstellen? Das kann ich ohne Zulassung viel, viel krasser gestalten. Thema Sitz und Thema Sicherheit. Natürlich einen vernünftigen Hosenträgergurt. Natürlich einen Sitz, der mich schützt. Weil wir wollen mit der Kiste, ich sag jetzt mal, eigentlich steht ja auch noch so eine 400 km/h Fahrt aus. Ich will jetzt hier nichts spoilern. Ist mit Jean-Pierre auch wirklich nicht abgesprochen. Aber wenn wir dieses Auto radikal bauen und das in Thema Sicherheit und auch in Thema Reifengröße was anderes ist als ein Straßenauto, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Also ich bin auf eure Meinung gespannt. Wirklich, ballert dieses Video mal bitte voll mit Kommentaren. Wie findet ihr die Sache mit den Fragen, was passiert mit RS4 Limo? Wie findet ihr, dass ihr das Ding jetzt radikal aufbauen? Und wie findet ihr so eine 400 km/h Thematik? An der Stelle erstmal vielen Glückwunsch an Matthias Malmedy als auch Klaasen. Die sind mit dem R8 400 gefahren. Nein, dem R8. mit dem Performante, mit dem Huracan. Geile Nummer. Aber ich glaube, das können wir auch. Wir sind auch mittlerweile mit Conti ein bisschen weiter. War ja neulich auf dem Conti rum. Egal, habt da gar nicht gehört. Vergesst es einfach erstmal wieder. Ist mir wirklich, wirklich gerade zur Sekunde das erste Mal diese Idee kommen wir wieder. Aber Thema Tank. Ich werde nicht mehr den Tank unten drunter verbauen, sondern ich werde den Tank einfach schön da hinstellen, wo er am besten hinpasst. Heißt hier unter die Hutablage. Hier kommt ein schöner Renntank mit Zulassung rein. Das heißt, da kann dann auch nichts passieren. Und das Geile ist, es macht für mich alles viel, 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 viel einfacher. Ich kann einfach schöne Rohre durch den Unterboden legen, wo diese eine fette Pumpe reingreift. Ach, ihr werdet es alles sehen. Wir werden euch so zuballern mit technischen Videos. Das werdet ihr alles sehen. Hier ist ein schönes Loch, wo original der Tank ist. Das kann ich dann nämlich gleich benutzen für den besagten Öltank, dass ich schön am Unterboden die Ölrohre durchlege. Und da ist dann der Öltank. Und so wird das alles, so wird das alles schön geil. Und ich denke auch, dieser Motor an sich, aber... Okay, so weiter im Text. Lader externe Wastegates, ich drifte schon wieder ab. Bin aber wirklich, wirklich motiviert, das hier weiterzumachen. Auch weil mittlerweile in der Zeit so viele Teile entstanden sind und damit fangen wir jetzt mal an. Ja. Film du mal so aus diese Richtung und ich hole mal so ein paar Sachen durch, vorschlagen. Ja, machen wir. So, die beiden ersten Objekte der Begierde. Wir reden hier tatsächlich von aus dem Vollen gefrästen Ventilwinkel. An der Stelle vielen Dank an Basti, TTD und P Motors. Ist keine Konstruktion für mich, sondern hat Basti auf seinem Audi auch schon so drauf. Ist einfach pornös, weil, ich würde gerne bei diesem Fachzeug diese P65 Motorsportspulen fahren. Das sind somit die, also sind wirklich starke Zündspulen. Und absoluter Bosch-Fan, bin eh ein Bosch-Partner, würde gerne diese Bosch-Dinger reinmachen. Und diese Deckel sind wirklich direkt mit passenden Adapter. In dem Fall sind die für die Seite gedacht. Zack. Können da so 1:1 fahren und fertig. Kann auch die Originalspule fahren. Wirklich geil. Ein weiterer Riesenpunkt ist Kurbelwellengehäuseentlüftung. Meine besagte Krake hinten. Einige haben schon gefragt, ob die Krake überlebt hat. Nee, die hat natürlich nicht überlebt, weil Alu ist natürlich sofort geschmolzen. Brauche ich nicht mehr, weil mit der Trockensumpf, mit den 4 Kammern, habe ich 2 Kammern, um das ganze System abzusaugen. Das heißt, ich gehe einfach nur von hier mit Dash hinten ran und sauge hier hinten einfach ab und habe auch hier direkt einen Dash-Gewinde. So, das wiederum heißt, die kommen da jetzt... Das ist noch. Ja, ihr seht, ich grinse schon, aber die nächsten 1-2 Minuten werden euch umhauen. Teil 2. So, jetzt geht es direkt weiter mit dem nächsten Billeteil. Also Marcel und Basti, was ihr konstruiert habt, ist wirklich der Wahnsinn. Kopf, Mittelteil, zieht euch bitte mal diese Kanäle rein. Also wenn ich mir überlege, bei meinem alten Motor, wo ich die Optik original haben wollte, ja, das alte Auto hat einfach davon gelebt, dass du die Haube aufgemacht hast und es sah alles original aus. Wie viele Stunden ich in diese Ansaugbrücke investiert habe. Und am Ende war es zwar gut, aber es war nicht radikal. Und das hier ist wirklich jetzt... Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt wirklich, das ist wirklich radikal. Junge. Aue.
strömungstechnisch, dass das eine ganz andere Liga ist. Eine andere Liga ist kein Ausdruck mehr. Wie breit diese Kanäle sind, wie flach das in diesen Kopf reinströmt. Ah. Pass auf, jetzt zeige ich euch das Allergeilste. Guckt mal hier rein. Guckt euch bitte, wenn ihr ganz flach reinfilmst von hier. Dieser erste Übergang. Wie groß dieser Durchmesser einfach ist und dann ganz hinten drin auch noch der Übergang zum Kopf. Also das wird einfach Flo sein Urenkel. Sein Urenkel, sein Neffe. Wirklich. Vor allem, wie viel Platz hier auf einmal überall ist. Das ist original, ist das alles so eng und so zu und jetzt kann man hier wirklich richtig, also klar, das wird am Ende wieder noch alles voll, weil ja. Es kommt irgendwas rein, aber man kommt endlich mal vernünftig an die Schrauben ran und boah, geil. So, und wenn ihr jetzt denkt, das war alles, einen habe ich noch. So, Ladies and Gentlemen, vorher dachtet ihr, ich habe die Haube aufgerissen und man dachte, das ist ein originaler RS4 Motor. Jetzt werdet man die Haube aufreißen. Und man wird denken, es ist ein Spaceship, ein UFO. Nein, es ist tatsächlich, man wird die Haube aufmachen und wird denken, es ist ein Nissan GT-R Motor. Dieses Teil hier unten ist nämlich ein Adapter von RS4 auf GT-R Ansaugbrücke. Das heißt, wir brauchten die Billet-Ventildeckel, weil die Ansaugbrücken, die Drosselklappen sonst hier an dem Ventildeckel anliegen. Hier sehe ich, da müssen wir noch mal gucken, sehe ich so schon. Also müssen wir gucken, im Sinne von Öl einfüllen wird hier schwer. Ist am Ende nicht schlimm, weil ich habe ja einen Trockensumpf. Das heißt, ich habe eh den Tank hinten. Das heißt, das können wir eigentlich da sogar zumachen. Weil so kommen wir an den Öldeckel nicht ran. Aber jetzt als Letztes, an der Stelle nochmal vielen Dank, Paul. Das ist tatsächlich Pauls alte Ansaugbrücke von seinem GTR. Das heißt, aus dieser Ansaugbrücke, bitte denkt nicht, dass dieser Motor diese Leistung nachher haben wird. Aus dieser Ansaugbrücke sind schon mal 2970 PS gekommen. Also, nur mal um eine Relation zu sagen, was diese Brücke mit der passenden Peripherie auf jeden Fall kann. So, Paul hatte Turbolader drauf, da könnte ich meine einfach durchwerfen. Das ist so Frühstück für die. Aber ich weiß nicht, es ist einfach der richtige Step. Es ist der richtige Weg, das jetzt so radikal zu bauen, hier wirklich mal einen rauszuhauen. Der Motor, 3 Liter Trockensumpf mit der Brücke, hat es so definitiv noch nicht gegeben. Das wird eine Technik. Wir werden nochmal das ganze Konzept neu machen, anpassen. Das Konzept ist ja zum Glück fertig, weil wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir können hinter unserer Trockensumpfpumpe hier hinten, tatsächlich ist noch genug Platz, hier können wir eine mechanische Benzinpumpe hintermachen. Diese mechanische Benzinpumpe kann, jetzt haltet euch fest, 18 Einspritzdüsen befeuern. Rail Nummer 1, wie original, damit er im Leerlauf und so weiter schön läuft. Und dann kommt dazu hier oben, weitere 2 Düsen pro Zylinder. Das heißt, wir haben 12 Düsen hier oben und 6 fucking Düsen da unten. Das wird einfach nur behindert. Das wird einfach nur... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen will. Sprachlos. Also ich bin jetzt auf jeden Fall so motiviert, dass das da lauffähig reinkommt. Das wird geil. Kurz zum Ablauf. Ihr dürft euch auf folgende Projekte freuen. Als Erstes Thema, Tom müsste jede Minute kommen, Rohrbau, wir fangen an, die ganze Verrohrung hierfür zu bauen, Ansaugung, Druckrohre, dann wird es auf jeden Fall ein Video geben zum Thema Leitung, ich würde gerne die ganzen Leitungen aus harten Rohren bauen mit Überwurfmutter, dass wir gar nicht mehr so diese ganzen Leitungen haben, dann ein Video auf jeden Fall zum Thema Kraftstoff, da sind wir auch bei der Thematik, ob wir es bis zur Essen Motorshow schaffen, ja, ich spreche es jetzt aus, vielleicht wäre ich dafür gesteinigt, aber mein Ziel ist es eigentlich, dass das Ding in die Halle bei der Essen Motorshow fährt. Kann passieren, dass es leider mit Thema Kraftstoff ein bisschen Differenzen gibt, weil der Tank nicht lieferbar ist aktuell, sind wir beim Thema Lieferzeiten, aber egal, den Rest kann ich schon mal bauen und so tun, als wenn hinten ein Tank wäre. Da könnt ihr euch drauf freuen, Thema Bremsanlage, ich werde das ABS rausschmeißen. Ich fahre nur noch Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker. Werd in Innenraum, das seht ihr dann im Video, hab mir was Geiles überlegt für Thema Bremse, dass für mich die Bremse für ein Event perfekt ist, weil ich einfach so viel Erfahrung jetzt auf Thema Rennstrecke mit Bremse gelernt habe. Erfahrung gelernt habe, geiles Deutsch heute schon wieder, so viel Erfahrung gemacht habe mit Thema Bremse, dass das definitiv auch der richtige Weg ist, weil wir bauen dieses Auto jetzt so, wie es am Ende maximal funktioniert. Das heißt, wir bauen ein Auto, was mit Glück off the trailer auf dem Event funktioniert. Und das geht einfach nicht, wenn man Kompromisse eingeht und
versucht, eine Straßenzulassung zu haben und das beste Auto auf der Rennstrecke zu haben. Geht einfach nicht. Haben wir beim Arbeit gesehen, haben es kompromisslos gebaut, hatten Erfolg damit und das wollen wir jetzt hier auch machen. Ja, dann wird es auf jeden Fall noch ein Thema Kardanwelle, weil mit unserem gefrästen Diff hinten brauchen wir natürlich eine angefertigte Kardanwelle. Da wird noch was Cooles kommen. Elektrik, ja. Ich habe eine Umfrage gemacht, Instagram, wir blenden sie mal kurz ein. Was wünscht ihr euch? Ergebnis war, ihr wollt wirklich jede Schraube sehen. Über 70% haben einfach den Reiter genommen, einfach alles zeigen, das werden wir tun. Und ja, so ist das, der Gerät. Ich flippe aus, Alter. Ja, und Thema Motorenprüfstand noch, ne? Das heißt, wenn jetzt alles fertig gebaut ist, bis dahin, also Nockenwellen, Zahnriemen, ist allerdings für mich, man denkt immer, es ist viel, für mich ist es wirklich ein Kinderspiel, weil das habe ich wirklich schon immer und regelmäßig teilweise am Abend gemacht, wenn der Motor im Arsch war. Wenn das alles sitzt, boah, guck mal, wie eng das hier ist, ne? Aber trotzdem passt das geil. Junge. Wenn das alles sitzt, kommt der Motor bei Olaf auf den Motorenprüfstand und dann, denke ich mal, steht auch schon erst ein Motorshow für die Tür. Titanauspuff hätte ich gerne noch. Unterboden wird vor Essen Motorshow nicht funktionieren, das weiß ich so schon. Weil ich sage realistisch, der Unterboden wird uns bestimmt 2 bis 4 Wochen kosten, weil den hätte ich gerne auch dann in Carbon gebaut. In Carbon heißt das, wir müssen den Grundrahmen für machen. Und yes, baby! So, pass auf, jetzt für eure Motivation und für meine Motivation machen wir jetzt noch eine Sache. Wir tun so, als wenn wir den Motor da reinschmeißen. Das heißt, wir nehmen hier aus 3 Liter Motor werden jetzt 40 Liter Motor. Gibt quasi hier ein kleines Upgrade. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Turm bauen. Damit die Brücke auf jeden Fall ein bisschen höher zählt. Okay, ihr braucht doch ein bisschen mehr Vorstellungsvermögen, weil ich habe gerade nicht mehr Holzer. So wird das Ganze am Ende aussehen. Einfach nur mit dieser Carbon-Spritzwand. Brutal. So, das heißt wiederum auch, wir werden die Wagner-Ladeluftkühler kommen hier hinter raus. Normalerweise geht man hier vorne mit dem Rohr durch. Ich vermute mal, wir werden dahinter mit dem Rohr durchgehen. Das heißt, die Drosselklappen stehen ungefähr hier so und werden da so durch. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Das seht ihr alles in den nächsten Videos. Könnt euch jetzt auf jeden Fall jede Menge Limo-Content freuen. Freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, ihr seht in meinem Gesicht meine Motivation an. Nehmt mir die Worte vorhin nicht zu übel, aber es ist halt einfach so. Es ist, wie es ist. Das Projekt geht weiter. Es wird einfach nur brutal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für die Motivation, danke für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.